Das sollten die Häuser sein. Hier wohnen noch die beiden berühmten Stars, Vitamine und Centex. Einen von den beiden werde ich mir heute mitnehmen. Ich werde versuchen, einen von den beiden zu erledigen, weil ich mag die nicht. Hier wohnt also Vitamine. Komme ich hier vielleicht irgendwie rein? Oh Mann, ich will nicht nur immer Kommentare schreiben. Ich will die gefangen nehmen. Ach, Mist. Ich komme hier nicht rein. Vielleicht kann ich das auch aufbrechen. Das kann doch nicht sein, dass der so ein gutes Tor hat. Oh, oh Mann, keine Chance. Mist, ey. Dann muss ich es eben bei dem Centex probieren. Einer von den beiden ist dran, ob er will oder nicht. Oh, das Centex-Haus. Och, meint ihr, hier ist offen? Ich will da unbedingt rein. Mist, die Tür ist auch zu. Aber hier muss doch irgendwo was sein. Ich will einbrechen hier. Hä? Warte mal, hier hinten ist doch was. Hä? Das heißt ein Schlüssel. Oh, das sind die Ersatzschlüssel von Centex Haus. So, jetzt versuche ich, das Haus zu knacken. Oh, warte mal, es ist offen. Ja, so, entweder will ich jetzt Geld oder ich will den Centex entführen. Eins von den beiden. Oh Mann, hat der ein schönes Haus. Wenn ich den erledigen würde, würde das mein Haus sein. Na gut, ich muss mal nach oben gehen. Wo ist dieser Centex? Ich finde dich. Oh, warte mal. Hier ist das, wo er mir diese Videos macht. Diese YouTube-Videos. Ach Mann, am besten gleich mal diesen Kanal löschen. Ich mag diesen YouTuber überhaupt nicht. Wo ist denn der? Ich muss den jetzt suchen. So, wo ist der? Nein, hier drüben nicht. Oh, hier ist der. Da schläft der. Oh mein Gott, das ist meine Chance, ihn für ein für alle Mal zu erledigen. Ich würde sagen, gute Nacht, Centex, und goodbye für immer. Jetzt ist alles erledigt. Endlich ist er weg. Endlich ist er tot. Jetzt nur noch schnell wegfahren. Nicht, dass die Polizei bald kommt. Ich möchte nicht ins Gefängnis. Ja, es hat funktioniert. Nächstes Mal bist du dran, Vitamine. Heiliger Karottensaft. Wer ruft mich denn mitten in der Nacht an? Hey, was soll das? Ach Mann, Freunde, warum macht ihr mich denn wach? Aber erstmal cool, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr jetzt einmal hier bist, lasst gerne mal alle einen Daumen nach oben da. Heute mal ein Video auf Centex-Kanal. Ich freue mich echt gerne mal für Santi ein Video zu machen. Wenn euch solche Videos gerne gefallen und Santi mal mehr Roblox Broke Heaven machen soll, dann lasst auf jeden Fall jetzt einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal kostenlos. Und mich hat gerade irgendjemand angerufen, denn ich bin heute Polizist der Stadt. Aber warum ruft mich jetzt mitten in der Nacht jemand an? Aber nun gut, dann gehen wir halt mal ans Telefon. Schönen guten Tag, hier die Polizei. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sie müssen uns schnell helfen. Es gab Schreie in der Stadt, also in der Nachbarschaft. Da wurde irgendwie, ich möchte nichts Falsches am Telefon sagen, aber es hat sich angehört wie ein Mord. Wie ein Mord? Oh mein Gott, sowas muss man ernst nehmen. Okay, ich tippe schnell alles ein. Oh mein Gott, bitte geben Sie sofort Ihren Standort durch. Und dann werden wir sofort eine Streife schicken. Ja. Okay, ich werde es tun. Bitte beeilen Sie sich. Aber natürlich. So, alles eingegeben. Und habt ihr das gehört? Es soll einen Mord eventuell gegeben haben. Da müssen wir auf jeden Fall den Fall nachgehen. Wir schicken einfach unsere Streife los? Warte mal, wir sind die einzigsten Polizisten. Oh Mann, jetzt müssen wir auch noch los. Na gut, wir nehmen zur Sicherheit eine Pistole mit und natürlich Handschellen und fahren jetzt mal direkt zu der Location, die uns die nette Dame dort gerade mitgeteilt hat. Dafür brauchen wir nur in unseren krassen Polizeiwagen. Und endlich mal mit Sirene. Yeah, let's go, Freunde. Okay. Hier oben. Warte mal, hier oben wohne ich doch selber. Hä? Oh, warte mal. So, hier. Oh, warte mal. Hier oben wohne ich. Da also geradeaus zu. Und Sandy. Hä? Warte mal. Und hier ist das kleine Mädchen, was mich angerufen hat. Hallo, Herr Officer. Aus diesem Haus hier kamen grausige Schreie. Oh mein Gott, was? Hier wohnen doch aber nur ich und Sandy. Ja, ich kann Ihnen selber keine Informationen geben, aber am besten gehen Sie selber mal schauen. Okay, vielen, vielen Dank. Ich werde mal meine Pistole in die Hand nehmen. Und warte mal, die Eingangstür ist offen. Freunde, das klingt gar nicht gut. Hallo? Ist hier jemand? Und hier ist auch alles dunkel. Santi, bist du zu Hause? Hallo? Alter, es ist viel zu ruhig hier für Santi. Wo ist der? Okay, wir gehen mal nach oben. Normalerweise schläft er um die Uhrzeit noch. Santi, bist du vielleicht hier? Wo bist du, Santi? Gib doch ein Lebenszeichen von dir.
Mann, ich habe ein bisschen Angst. Hallo? Santi? Auch nicht hier. Wo? Santi? Santi! Hey, Santi, was ist denn mit dir passiert? Reanimation, Freunde, wir müssen alles versuchen, unseren besten Freund, den Santi, zu retten. Oh nein, er hat noch ein bisschen Puls. Los, wir müssen es versuchen. Wir müssen sofort auch einen Krankenwagen anrufen, Freunde. Oh Mann, warum habt ihr mir das nicht eher gesagt? Okay, wir rufen auf jeden Fall schon mal den Krankenwagen an und müssen den Täter suchen. Oh nein, was ist denn hier los? Dankeschön, liebes Mädchen, dass Sie uns informiert haben. Der Krankenwagen, wie man sieht, ist auch schon bereit und wir werden dieses Haus absperren und werden den Täter suchen. Viel Glück bei der Tätersuche. Dankeschön. Oh mein Gott, Freunde. Wir sollten uns beeilen, um unseren besten Freund Santi natürlich zu retten und den Täter zu suchen, dass der sowas nicht nochmal machen kann. Ich hoffe, hier in der Mülltonne wird mich niemand finden. Alle wissen schon Bescheid, dass ich Santix umgeschnetzelt habe. Heute ist ein schöner Tag. Moin. Oh, die, Alter, die stinkt aber ganz schön dolle, die Mülltonne hier. Dann werde ich mal wieder die Mülltonne lernen. Kein Problem. Wow, Alter, wer bist du denn hier, Alter? Was machst du hier im Mülleimer? Bist du obdachlos? Die Müllabfuhr. Hey, hau ab hier. Oh, was war das denn? Oh, der war ja voll gruselig. Schnell weg hier. Oh, schnell mal die 110 wählen. Hallo? Ist da die Polizei? Ja, hallo? Hier ist die Polizei. Was haben Sie denn? Da war jemand in der Mülltonne. Sie sollten den Typen mal durchsuchen. Der sah voll komisch aus. Voll gruselig. Okay, geben Sie uns den Standort durch und wir werden die Lage mal checken. Okay, habt ihr es gehört? Der Müllwagenfahrer hat mich da gerade angerufen. Irgendwo hier hinten soll was sein. Wir werden natürlich jeden Hinweis hinterhergehen. So, warte mal. Hier steht ein Auto. Freunde, kennt ihr das? Okay, wir checken das mal. Hallo? Sollte sich hier jemand befinden, so nimmt ihr die Hände hoch. Wir haben eine Waffe. Hier ist die Polizei, die Brookhaven-Polizei. Hier angeblich soll jemand drinne sein, Freunde. Hallo? Warte mal, da ist ja wirklich jemand drinne. Das könnte auch eventuell der Räuber sein, der Santix überfallen hat. Hey, du da! Komm sofort aus dem Mülleimer raus. Ja, ich komm ja schon. Hände hoch, Sie sind dringender Tatverdächtiger an einer großen Straftat. Ich habe aber nichts gemacht. Das werden wir gemeinsam auf den Polizeirevier klären. Kommen Sie mit, sofort einsteigen. Sofort mitkommen. Ich habe nichts getan. Ich habe nur den Santix gehasst. Warte mal, wie er hat den Santix gehasst? Vielleicht ist er wirklich der Räuber, ja, der Santix versucht hat umzuschnetzeln. Wir werden auch nachher nochmal beim Krankenhaus anrufen, aber er kommt jetzt erstmal mit ins Polizeirevier und wir werden sofort klären, ob er derjenige ist, der Santix überfallen wollte. So, sofort erstmal ins Gefängnis mit dir und dann werden wir die weiteren Schritte klären. Los, rein mit dir! Aber Herr Polizeioffizier, ich habe wirklich nichts getan. Schluss mit lustig. Wir wissen ganz genau, dass Sie der Mörder von Santix Roblox sind. Nee. Das Missverständnis. Ich würde sowas niemals tun. Geben Sie es jetzt sofort zu, oder Sie werden nie wieder einen freien Schritt in Brookhaven setzen können. Okay, Mann, ich gebe es zu. Ich habe den Jungen gehasst. Ich hasse ihn immer noch. Der hat das verdient, glaub mir. Wir wussten es doch. Sie sind der Mörder und dringende Tatverdächtige von Santi. Ich wusste es doch, dass du der Mörder bist. Oh, du wirst nie wieder einen freien Fuß in diese Stadt setzen können. Ich werde dich für immer in dieses Gefängnis einstecken. Und oh, du hast meinem besten Freund was angetan. Wenn er nicht überleben wird, dann wirst du es wahrscheinlich auch nicht. Oh Mann, Freund, ich muss hier schnell raus, sonst verliere ich noch die Kontrolle über meinen Körper. Wir wissen auf jeden Fall, wer heute das Santi angetan hat und werden ihn natürlich jetzt auch dementsprechend bestrafen, Freunde. Deshalb würde es mich freuen, wenn ihr jetzt alle gerne einen Daumen nach oben da lässt. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr zu verpassen. Lasst jetzt noch gerne einen Daumen nach oben da und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!